Hallo zusammen, wir haben heute Montag, den 27. November 2023 und wie ihr seht, schneit es. Es hat den ganzen Tag über in den Höhenlagen bis zu 30 cm Schnee gegeben und die Zusammenfassung von heute Morgen bis jetzt, die zeigen wir euch sofort. So, Montag, der 27. November 2023 und wir haben bereits den zweiten Schnee für diese Saison. Diesmal ist es schon ein bisschen mehr und es fing so heute Morgen gegen 7 Uhr hier an zu schneien.
wir haben jetzt gut 5-6 cm bekommen bis jetzt und ich mache gleich mal einen Spaziergang mit unserem Hund und dann gucken wir mal so ein bisschen, was das Ganze ergeben hat. Es ist die Woche zum ersten Advent. Was ungewöhnlich ist für diese Jahreszeit, jetzt Ende November, ist, dass manche Bäume noch belaubt sind, wie hier vorne zum Beispiel dieser Baum. Das hängt damit zusammen, dass wir diesen unfassbar warmen September hatten und es auch bis Mitte Oktober noch keine Fröste gab und dadurch natürlich hat das Laub sich dieses Jahr sehr, sehr lange gehalten. Jetzt fast bis in Dezember rein, aber das sollte jetzt doch nach und nach verschwinden. Ja, dann kommt einfach mit, wir gehen jetzt mal ein bisschen spazieren. Ja, wie gesagt, Montag, 27. November 2023. Boah, ich bin ein bisschen erkältet. Alles ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn man eh mit Asthma zu tun hat, dann holt einem das noch zusätzlich die Luft weg. Ja, unterschiedlich zwischen 5 und 10 cm Schnee liegen jetzt hier in Geroldstein in der Eifel auf den Höhen. Sind es noch mehr. Wir haben hier die mittleren Höhenlagen von 400 bis 600 und ganz oben liegt noch mehr. Ja, jetzt sind wir auf der Burgruine Löwenburg, Burg Gerhardstein, umgangssprachlich oder im Volksmund Löwenburg genannt. Hier steht der Weihnachtsbaum, der um die Uhrzeit natürlich nicht leuchtet.
Abschluss des schneereichen Tages gibt's noch ein lecker Glühweinchen für uns. Prost! Ja, Prost!